Hallo Klingenarmler, wir sind hier bei Zoch, neben mir sitzt der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo Jörg. Wir möchten euch jetzt das Spiel vorstellen, Schüttels. In dem Fall ein Spiel ab 8 Jahre, 2 bis 6 Spieler, 30 Minuten. Wolfgang, du hast schon ein bisschen was aufgebaut, dass man ein bisschen was sieht. Wie funktioniert denn das Spiel? Es ist ein schönes Familienspiel. Bis 6 Personen, das heißt, es kann sehr lebhaft werden. Wir haben einen Würfelbecher. In diesem Würfelbecher sind diese Wichtel, heißen die, Wichtel drin, alle. Diese schütte ich in diesen Wichtelfänger. 2, 4, 6, 8, 10, 11 habe ich rausgeschüttelt. Ich nehme eine Ware in meiner Farbe und stelle die jetzt auf das billigste Feld des Hauses 11. Jetzt ist diese Ware 80 Geld wert. Jeder hat am Anfang 400 Geld. Und wenn ich die jetzt hier verkaufen würde, bekäme ich 80 dafür. Ich gebe es weiter, der Nächste schüttelt. Das sind 4 Waren. Der Nächste würde also jetzt im Haus 4, das ist eine Apotheke, auf ein Feld stellen, das 100 wert ist. So sind die unterschiedlich, diese Warenstränge in den Häusern. Es gibt Sonderfälle, und zwar fängt das bei der 1, der 3 und der 15 an. Sehr viele werden vor allen Dingen am Anfang versuchen, eine 14 zu würfeln, denn hier liegt viel Geld im Lauf des Spieles. Fängt mit 40 an. Wenn ich eine 1 oder 3 oder 15 würfel, muss ich 40 bezahlen und hier reinlegen. Und die will jeder haben. Also jeder versucht, alle. Also 15, ich muss wieder aus meiner Kasse 40 reinlegen. Deswegen, diese Felder werden nicht so oft werden nicht belohnt, sondern bestraft. Das Feld 2 ist auch ein Sonderfeld. Ich darf einen von meinen Waren in ein beliebiges Haus reinstellen, also in das teuerste, und schiebe damit den anderen höher. Der wird jetzt noch teurer. Das teuerste ist übrigens die 8, also hier. 120 ist der jetzt schon wert. Deswegen auch die 1 und die 3 ein Sonderfeld. Also es gibt Sonderfelder. Bei der 7 zum Beispiel muss ich einen verbrennen. Wenn ich die 7 würfe, müsste ich jetzt den hier nehmen und ins Lager stellen. Der ist raus. Und das Lager, wenn das voll ist, ist das Spiel vorbei. Das geht so lange rum mit dem Schütteln und Bezahlen oder Geld bekommen, bis das Lager voll ist oder bis 2 Spieler kein Geld mehr keine Waren mehr haben. Dann ist das Spiel sofort vorbei. Dann zählt nur noch Wahres, das heißt Bares. Also das Geld, was er eingenommen hat. Wer am meisten hat, hat gewonnen. Der Spielplan auf dieser Seite geht von 4 bis 6. Auf der Rückseite ist er genauso bedruckt, aber dann nur mit 4 Warenfeldern für 2 bis 3 Spieler. Ich wünsche allen eine glückliche Hand beim Schütteln. Oh, eine 4. Ich stelle wieder einen in die Apotheke. Schnell gespielt und ein bisschen Geschick muss man auch beweisen. Richtig. Man kann es üben, aber es wird wie beim Würfeln immer sehr viel Zufall dabei sein. Aber das ist ja so schön bei den Familienspielen. Das waren alle Infos zum Spiel? Ja. Dann sage ich dir recht herzlichen Dank. Gern geschehen, lieber Jörg. Tschüss. Tschüss.